Willkommen zurück bei Story of Red Cloud, meine lieben Freunde. Was war das denn jetzt? So ein Geruckel kann ich aber nicht gebrauchen. Ach nö. Ach nö. Nein. Aua, wehe, wehe, nein, wehe, ihr schubst mich hier runter. Wehe, ihr schubst mich hier runter. Moment, 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 Moment. Hier müssen wir direkt einen Savepoint hinsetzen. So, weil so weit hatten wir es noch nie geschafft. Und wir sind drüben. Wir sind drüben und wehe, ihr schubst mich runter. Ihr habt mich runtergeschubst. Ihr seid ja wohl die Vollmongos mal wieder. So, oh Gott. Das wird nix. Ja, das ist doch ein guter Einstand in die neue Folge. Hey Leute, ich bin mal wieder tot. Ich könnte ja mir mal einen Spaß daraus machen und ihr könntet ja mal zählen, wie oft ist Grants, der Vollidiot, eigentlich schon gestorben in diesem Let's Play? So, Moment, jetzt mache ich hier mal so, hole ich mir den Scheiß wieder. Die ganzen Dark Souls, wie viele haben wir? 400 haben wir inzwischen uns schon wieder zusammengegeiert. Und jetzt bin ich mal gespannt, wofür wir diese ganze Scheiße hier überhaupt auf uns genommen haben. Wenn das hier jetzt nichts Schönes gibt, ne, nicht ein richtig pornöses Item oder so, dann fängt der Grants aber an zu weinen, meine lieben Leute, das kann ich euch sagen. So, was ist los hier? Hier ist ein... Ist doch gar nichts. Ich sehe hier momentan gar nichts. Tut mir leid, ist so. Oh Mann, das ist ein bisschen nervig. Ich darf die Dinger nur kaputt machen, wenn daneben keine Dingens sind. Oh, Pfeil. Aber den bin ich gar nicht mal so schlecht ausgewichen. Ziemlich schwer zu sehen, die ganzen Sachen. Die ganzen Trittdinger da. Wenn man... Oh, aua, okay. Wenn diese ganze Gewusel da drumherum ist. Oh, Man-Eater. He's a Man-Eater. So, wir haben hier das Kobaltschild in doppelter Ausführung. Und die goldene Rüstung, die, ja, doch inzwischen macht sie sogar genauso viel Verteidigung wie unsere Rüstung. Regeneration, okay, ich würde mal sagen Loot All. Die Teile haben wir hier. Crimson Potion habe ich hier noch. Enemies within a 10-tile radius take damage. Nice, okay. Ich glaube, ich muss mal eben hier das Teil aufbauen. Moment. So. Jetzt würde ich mal sagen, Quick Stack haben wir gar nichts mehr. Hm. Okay, die Mudblocks brauche ich ja eh nicht. Obsidian-Teile auch nicht. Die Gold-Dingens tue ich mal hier rein. Okay, das Mana-Teil brauchen wir momentan eigentlich auch nicht. Die Moon-Glow-Seeds gehe ich mal davon aus, dass wir die sowieso überhaupt nicht brauchen werden. So, und dann dürfen wir doch hier den Rest mitnehmen können. Ich nehme mal... Ah, kein Knockback. Das brauche ich. Da haue ich mal den Movement-Speed hier weg. So. Weil, wenn ich die Wahl habe zwischen Knockback und Movement Speed, dann scheiße ich ehrlich gesagt gerade mal wirklich auf das Movement Speed. Da wäre ich dann doch eigentlich ganz... Moment, ich kann mich doch nicht teleportieren. Da wäre ich dann doch eigentlich ganz froh, wenn ich einfach mal... Oh, fuck. Moment, vielleicht ist es ja doch besser, wenn wir hier oben lang gehen. Ah, okay, ich falle hier eh wieder runter, weil ich ein Vollidiot bin. Habe ich vergessen. Schießen auf mich. Ja, die scheiß Dinger wieder. Oh Mann. Geh sterben. Und da hinten ist auch noch eine Dingens. Ey, ich krieg zu viel, ne? Da hinten ist noch ein Man-Eater. Das ist ja noch das Geilste an der ganzen Chose hier. Moment. So, okay, das hat geklappt. Das hat auch geklappt. Oh nein. Oh Gott, bin ich dumm. So. Ah ja, stimmt, ich habe ja gar keinen Knockback mehr. Ah, ist das geil, ich habe keinen Knockback mehr. Woohoo! Diese Passagen werden jetzt so viel einfacher, weil die scheiß verkackten Viecher ja fast gar keinen Schaden machen. Das heißt, ich kann jetzt einfach hier drauf trampeln, ohne dass ich Angst haben muss. Jeha! Oh, der Man-Eater ist am Start. Der Man-Eater, was will er von mir? Ich schieße ihn ab und er gehört dir. Okay, ich musste jetzt, glaube ich, hier runter. Das war ja nur so ein Special Way, den wir hier gegangen sind, oder? Wir mussten jetzt genau, hier ging es weiter mit dieser Kacke. Ach, Herr Jemine, na gut, wir hauen uns wieder ein paar Tränke rein. Einfach nur, weil wir es können und weil wir so mega sexy awesome sind.
Und ich merke schon wieder, dass ich zu viel Scheiße laber. Aber hey, das hier ist Terraria, da darf man Scheiße labern, wie man lustig ist. Oh Gott, wie viele Jellyfish-Dinger liegen denn hier? Ach du heilige Kacke. Da ist ernsthaft ein einzelner Stachel. Das ist doch verarscht. Das ist doch asozial. Das ist einfach nur gemein. So, ich muss irgendwie übrigens Luft bekommen. Aua. Ich ertrinke. Ich habe hier ein Problem. Scheiße. Alter. Boah, wie soll ich das denn schaffen? Und, oh, ich habe keinen Dingenspunkt gesetzt. Na, das kann jetzt lustig werden. Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier. Oh, shit. Na gut, okay. Ich glaube, momentan sind hier auf jeden Fall nicht so viele Gegner. Das heißt, das müsste eigentlich doch ganz gut klappen, oder? Okay, den haben wir erledigt. Oh, jetzt sind hier auch noch zwei Man-Eater, oder was? Was für eine Welt lebt ihr denn? Ah, Man-Eater überall. Sie sind scheiße. Keiner mag sie. Alle würden gerne in ihre Fresse schlagen. Oh mein Gott, was hat der für einen Radius? Wieso ist der so pornös? Geh kacken. Ey, der muss jetzt aber noch sterben. Der hat bestimmt wieder eine Menge Dark Souls am Start. Ha, 35 Dark Souls abgerippt. Oh Gottchen, ey. So, jetzt sind wir gleich wieder hier unten. Wie viel Dingens da war. Das war ja unglaublich. Gut, dann hauen wir uns hier mal eben den hin. Und ich muss meine Dark Souls jetzt wirklich dringend bekommen wieder. Ich habe kein Gills Potion mehr. Das ist das Problem an der Sache. So, okay. Also versuchen wir jetzt hier mal hinzukommen, ohne dass wir irgendwie allzu sehr Schaden bekommen. Okay, das kann ich mir jetzt schon wieder abschminken. Sorry, aber ich darf nicht sterben, Leute. Wenn ich sterbe, sind meine Dark Souls wieder weg. Deswegen musste ich jetzt hier einmal kurz eben mich schnell zurückteleportieren, bevor wir gestorben wären. Also lieber einmal zu viel zurückteleportieren, aber dafür die ganzen Souls wieder bekommen, würde ich mal sagen. Und die Piranhas machen so viel Schaden, ey. Das geht mir auf den Sack. So, da sind die Souls. Okay, die Souls muss ich jetzt auf jeden Fall bekommen. Ich habe meine Souls immerhin bekommen. Die liegen jetzt da oben. 202 Souls. Ey, ich hatte aber wesentlich mehr Souls. Können wir... Das ist jetzt aber Cheat. Das waren noch nicht nur 220 Souls. Ich hatte doch schon viel mehr. Okay, so. Erstmal wieder einen Trank reinballern. Und jetzt geht's wieder los. Jetzt, oh, wieso spawnen hier gleich so viele? Weil da so eine scheiß Viecher sind. So, alle sterben bitte. Bam. Okay, das haben wir geschafft. Ja, aber ich habe gleich schon wieder keine Luft mehr. So, jetzt kriege ich keine Luft mehr. Oh Mann. Nein, das gibt's doch nicht. 235 Souls liegen da jetzt. Ah, frage ich mich trotzdem, wo meine restlichen Souls schon wieder hingewandert sind. Kann auch nicht sein. Bin ich zweimal gestorben irgendwann hintereinander? Eigentlich nicht. Okay, so, nächster Versuch. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Mir ist ja sonst so mega langweilig, wenn ich hier nicht 300 Versuche habe. Verschwendet, wohlgemerkt. So, okay, diesmal schaffen wir es, glaube ich. Das sieht gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Oh Gott, geh hier hoch. Nein! Oh Mann, wir haben es fast geschafft. Was soll ich denn machen noch? Ich weiß nicht, ob ich mich hier wieder zu dumm anstelle oder ob das wirklich so schwer ist. Fragt mich bitte was Leichteres. So, jetzt kommen da schon wieder die nächsten Quallen. Und wenn der jetzt schon wieder den Button betätigt... Okay, sehr gut, hat er nicht gemacht, zur Abwechslung mal. Zur Abwechslung hat er mal... Oh, was Nützliches gemacht. Und zur Abwechslung bin ich nicht auf die Dingens gekommen, aber dafür jetzt umso stärker. Wow. Und... Aua. Okay, wir haben unsere Souls und wir haben Luft. Okay, sehr schön. So, raus mit dir. Oh, geh doch bitte da raus. Okay, dann halt nicht.
Ich werde mir trotzdem meinen Savepoint hier hinsetzen. So, das hat geklappt. Und dann müssen wir jetzt hier runter, wenn ich das richtig sehe. Okay, Moment. So, hier gibt es noch ein bisschen Luft zum Abtanken. Und jetzt muss ich hier runter. Oh, nee, das ist mir zu blöd. Moment. So, Luft holen. Und hier runter. Oh, Vorsicht! Stacheln! Ich hasse Stacheln. Habe ich das schon mal erwähnt? Ey, hier sind ja auch Stacheln. Okay, ich muss hier unten durch. Andere Position gibt's gar nicht. Und ich brauche Luft. Ich brauche Luft. Na komm schon. Das ist nicht normal, ne? Das ist so heavy. Tja, das kommt davon, wenn man kein Gills Potion mehr hat. So, schaffe ich das jetzt? Ja, eher schlecht als recht. Oh Gott, frag mich nicht, wie ich das schaffen soll. Fragt mich bitte was Leichteres. Ohne Gills Potion ist das ja mal Hardcore, ey. Oh, ich musste mich zurückteleportieren, sorry. Ging nicht anders, sonst wäre ich gestorben. Okay, nächster Try. Obwohl, warte mal, hier kann ich ja auch noch... Aua, oh nee, ne? Ich dachte mir... Oh, fuck. Kann ich mich nicht heilen? Nee, noch nicht. Jetzt muss ich noch warten, dass ich hier ein bisschen Heilung bekomme. Ey, das ist doch nicht normal. Das ist echt mega schwer. Solltet ihr auch mal probieren, falls ihr Terraria-Spieler seid. Vielleicht habt ihr ein bisschen mehr Skills auch einfach als ich, was Jump and Run angeht. Also ich finde es ziemlich schwer, muss ich wirklich ganz ehrlich gestehen. Aber ich denke mal, den Eindruck vermittel ich auch. Könnte ich mir vorstellen. Als ob ich das hier mega awesome schwer finden würde. So. Reicht das jetzt, um hier mal ein bisschen Luft zu holen? Nein, natürlich nicht. Ach, das ist doch nicht normal, ey. So, der scheiß Piranha da, der nervt mich ja jetzt schon, wenn ich den nur sehe. So, okay. Aua. Aua. Oh nein. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Da-da-da-da, da-da-da-da. Moment mal, eben. So, den Spawn gesetzt. Und dann mache ich hier direkt weiter, indem ich hier... Oh oh. Okay, komm schon, komm schon, komm schon. Luft holen, Luft holen. Sauber, das hat geklappt. Es hat geklappt, es hat geklappt, es hat geklappt. Und das Wichtigste dürfen wir nicht vergessen, unseren Spawn einzusetzen. Tschuh, wir haben 200 Dark Souls. Ah, toll. Wie viel ist das denn bitte? Nee, da unten ist so ein Spinner. Achso, der ist aber so weit weg, dass der... Ich sehe den nicht. Ach, da ist der. Oh, kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Ey, das gibt's doch nicht. Ah, ey. So, Moment. Alter Vater. Ich hasse den Typen, ne? Das ist ein Spinner, ey. So, okay. Hier müsste ich jetzt auch durchkommen. Hier gibt's noch wieder ein paar Dark Souls für mich. Alter. Oh Mann, ey. Der hat sich unsichtbar gemacht. Deswegen habe ich den vorher nicht gesehen. Stirb! Oh Gott, der hat so viel Lebensenergie. Der hat so viel Lebensenergie. Ey. So, jetzt hat er hier wieder so viel Sachen gedroppt, dass ich die gar nicht alle mitnehmen kann. Fackeln brauche ich eigentlich eh nicht so dringend. Obwohl hier die Glowsticks, die können weg. Was braucht man? Wer braucht denn bitte so viel Glowsticks? Okay, die Mudblocks können genauso weg. Increase Projectile Penetration. Brauche ich jetzt auch nicht so dringend. Magic Power Potion. Ja, kein Plan. So, okay. Ich setze hier nochmal eben meinen Spawn hin, Leute. Denn ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir dann direkt hier weiter. Ich mache jetzt erstmal einen Cut für heute. Meine Aufnahmesession ist jetzt auch dann beendet. Und den Spinner da drüben, den will ich aber nochmal abknallen, um an seine Dark Souls zu kommen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns morgen. Ciao.